Leute, willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator 2015. Immer noch. Ob es 2016 auch ein Spiel geben wird? Gute Frage, weiß ich nicht. Habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Wir reparieren jetzt erstmal Teile, alles andere ist mir egal. Noch sind wir nämlich hier. Oh ne, das hört sich nicht gut an. Schon zwei Teile futsch. Hier unten sollte mal 100% noch möglich sein. Weil mich das Einkaufen nervt. Immer das hin und her switchen. Zwischen Inventar und Tablet. Also dem Online-Shop. Oh, ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Mann, ich kann nicht so schnell klicken. Und wieder was kaputt. Und wieder was kaputt. Und wieder was kaputt. Hör doch mal auf jetzt, ey. Repariere es doch einfach. Okay. Das war, glaube ich, eine Menge. Wo fangen wir denn an? Hinten, würde ich sagen. Motor kommt zum Schluss. Nee, zum Schluss kommt natürlich Karosserie und Lackierung. So. Der ist sauber. Guck mal hier. Nigelnagelneu. Die kann man, glaube ich, eh nie reparieren. Axtträger auch nicht. Moment mal. Habe ich zwei hintere Axtträger? Stabilisator sind das ja. Ohoho. Autoteile. Dann gehen wir wieder hier hin. Ter. Ein. Bewas. So. Und rein damit. Jawohl. Hier sind beide ganz geblieben, hier aber nicht. Hinterer Querlenker oben. Der hier. Da komme ich dran hier, sehr schön. Die Lagerbuchsen, die muss ich auch alle neu holen. Die auch. Boah, der ist auch futsch. Warte, ich mache erstmal alles, wo hier hintere dran steht. Sonst switche ich ja hier wieder hin und her. Was voll unnütz ist. Auch da war keine mehr ganz. Oh, hier, sehr schön. Die Teile, die hat er alle neu geschweißt. Oh, nee, zurück. Die nicht. Och, Mann. Nur eine ist ganz geblieben. Die gehen, glaube ich, nicht zu reparieren. Gibt es denn hier hinten noch? Ich glaube, das war's soweit. Den hatten wir. Hintere Radnabe. Hintere Radnabe. Da. Ich hätte, glaube ich, gleich die Abdeckung auch holen können. Aber ich brauche erstmal das Radnabenlager. Treibstofftank. Stabilisator, Koppelstange hinten. Das kann ich ja noch holen. Das. Wo ist sie? Ah, warte, weil hier hin. So, jetzt muss es mit drin sein. Wegen hinten. Hä? Warum denn nicht? Hinten. Verstehe ich nicht. Oder ich übersehe es gerade total. Irgendwie. Ich komme jetzt gar nicht mal da oben rein. Oh, Alter. Da ist sie doch, Mann. Zweimal bitte. Also manchmal hat das Spiel so irgendwie ein paar Probleme. Voll die Probleme, Mann. Was haben wir denn jetzt hier? Lagerbuchsen 1, 2, 4. Dann
5, 6. Normale Lagerbuchsen. Lagerbuchse. Da brauche ich auch 2, das weiß ich ja. Oh, die hat er beide repariert. Sehr schön. So, was, bin schon sehr gespannt, was es dann an Geld gibt hier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Bei dem hat man irgendwas über 40.000 ausgegeben. Oh, die hat er auch beide. Die gehen wahrscheinlich nicht, ne? Nehmen wir mal wieder hinten ein. Und es gleich die beiden Federn. Federhaube, die war ganz. So, halt, stopp. Ja, war klar, die kann er nicht reparieren. Also es dauert noch ein bisschen, bis ich das genau weiß, was reparierbar ist. Dann geht es auch noch schneller hier. Naja, kann ich ja gleich hier mit rein. Voll den Hänger gerade oder was? Klingt so. Die großen Schrauben hier. Ich glaube, das ist da. Hallo? Moment mal. Also, oh, den hatte ich noch nicht dran. Wollte eigentlich da durch, also hier hinten dran. Ach, da war ich schon. Alles klar. Na gut, dann hier noch die Lagerbuchse. Das war die letzte für hier hinten. So. Also nicht wundern, wenn ihr es knallen hört, ne? Ich denke, das kennt ihr, das habt ihr alle wahrscheinlich gerade draußen. Knallen sie schon wieder wie die Blöden, weil bald ist Silvester. So, Stoßdämpfer A. Aber das hält mich natürlich nicht vom Zocken ab. So. Was haben wir denn hier unten noch? Ach so, das war's. Auspuffrohr. So, jetzt können wir schon mal auf die Bremsteile gehen. Davon 2, die kann er nicht reparieren. War das jetzt richtig? Zeig mal auf der anderen Seite. Ja, war richtig. Kam mir gerade so vor, als... Okay. Bremsbelege. Brauche ich dann wahrscheinlich auch 4. Für vorne gleich schon mit. Und die Sattel, mal sehen, wie viel er davon repariert hat. Sieht man jetzt wieder schön, wie neu das alles ist. So. Einmal 100% Belag, bitte. Und noch ein Sattel. So, dann fehlt jetzt hier nur noch dieses Teil. Also das Radnabenlager. Zweimal natürlich. War da noch was offen? Habe ich da was übersehen? Ne, die hat er repariert. Sehr schön. Okay, ich glaube, das war dann richtig. Gucken wir direkt mal, was die Felge. Da haben wir auch 100%. Ich hoffe, dass er wieder alle hat. Ich hoffe auch, dass er das Getriebe und den Motorblock. Also Motorblock, glaube ich, der ist nicht kaputt gegangen. Der müsste 100% haben. Und das Getriebe, das sind nämlich schon so Sachen, die sind teurer. Wenn man da spart an der Reparatur, wäre nicht schlecht. So, Treibstofftank. Und mal gucken, ob er jetzt die Benzinpumpe. Jawohl. Aber ich hatte noch eine. Warum? So, Endschalldämpfer V8. Wieder die ganzen Schalldingsbums da. Und hier alles doppelt. Auspuffrohr. Lass ich jetzt mal gerade. Mittelschalldämpfer. Auch wieder 2. Haben wir hier. Boah, was war das denn für ein fetter Klotz? Zeige ich euch gleich. Ah ne, Abgas-Cut. Und gut, dann das hier. R4. Ne, da sagt man doch einfach immer Cut.
Oh, jetzt bin ich ganz raus gewesen. Ja, kaufe ich die jetzt auch gleich. Aus. So, drück die rein, Junge. Abgas, Cut. So, dann haben wir den ja hinten soweit schon fertig. Voll gut, ey. So, dann gucken wir mal hier vorne. Das Flammrohr V8. V8. Da haben wir's. Halt, nee. Oh, den muss ich neu kaufen. Das wird bestimmt nicht so billig. Vordere Axtträger. Dann gebe ich direkt vor. Wenn ich nur so eingib, findet er da alles, was vorne benötigt wird. Aber ich wollte mal gucken. Der ganz normale vordere Axtträger. Ach, der hier. So, Lagerbuchsen habe ich hier jetzt auch viermal. Ja, hole ich mal zwischendurch. So, dann gebe ich wieder vor ein. Und fest. Auf der Seite. Und fest. So, dasselbe vorne nochmal hier. Komm schon. Zeigst, ja, sowas. Nein, ich weiß, die ist bestimmt nicht. Ja, 88%. 88. So, Stabilisator. Ganz normale. Der hier, ohne irgendeinen Buchstabe dran, ne? Zahnstange, sehr schön. Gut, dass du die repariert hast. Vordere Achsschenkel A. Einen muss ich kaufen. Wieso gehe ich denn dann ganz raus? Vordere Achsschenkel A. Da. Hä, wieso bin ich wieder hinten, ey? Ich stand nur gerade da vorn. Da gehst du raus, da drück dich wahrscheinlich dahin zurück, wo du reingegangen bist in diese Ansicht. Voll blöd eigentlich. Vordere Radnabe. Man muss sich das mal vorstellen. Ich fange da an zu schrauben und schraub mich hier durch. Und dann höre ich auf zu schrauben und zieht es mich wieder nach hinten. Ach, fuck, die muss wieder raus. Vordere Radnabe. Okay, da. Und was haben wir hier? Querlenker. Ah, sehr schön. Beide sind repariert. Parallel hier drüben gleich festziehen, nicht? So, und die Spurstangen. Haben wir da nicht noch irgendwas mit vorne? Oder kommen jetzt schon direkt die Bremsteile? Inne. Nee, warte. Wieso steht da schon wieder hintere? Innenbelüftete Bremsscheibe. So, rein damit. Wieso steht hier hintere Radnabenabdeckung, obwohl das vorne ist? Verstehe ich nicht. Die Beläge habe ich ja auch schon geholt. Und die Sattel, jawohl, er hat alle Sattel repariert. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Hab ich gut gemacht. Indem ich da einfach nur reingeklickt habe, mehr nicht. Nehmen wir erstmal genauer die Bremsteile wieder. Verstehe das nicht, wieso das hinten genannt wird. Aber gut, nehmen wir die eben. Hintere Radnabenabdeckung. Ist vorne, Mann. Voll Honk. So, und da rein. Spurstange. Können wir doch wieder hier Spur eingeben. Nimmst du da, genau. Köpfe weiß ich nicht. Ich glaube, die kann man auch nicht reparieren, oder? Nee. Kaufe ich mir dann auch gleich nochmal zwei. Ja, gib mir mal einen ruhigen Beat, eine schöne Melodie. Hallo? Oh, der Kühler ist im Weg. Der nicht vorhandene Kühler. Der Kühlergeist. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Damit er hier die Reifen dran machen kann. Ah. Hätte ich gar nicht gucken brauchen. Ich weiß doch, dass er die immer benötigt.
So, das rein. Boah, die brauche ich doch auch. Ach so, nee, ich habe sie gesehen. Hier unten waren sie. Wollte gerade erst gucken, welche brauche ich, aber dann habe ich es gesehen. Und die, okay, also bis auf die Federhaube braucht er alles von diesen Stoßdämpfern neu. Weil er das nicht hoch, nicht reparieren kann. Das geht nicht. Ach, hier oben, ja genau. Gerade überlegt, wo muss ich denn wieder anfangen. Domlager, so. Reifen gehen immer noch nicht dran. Seltsam. Ach hier, weil die Koppelstangen noch fehlen. Oh, das waren jetzt Koppelstange vorne A. Ich hab doch gewusst, irgendwas fehlt doch hier noch bei den ganzen Lenkungsmechanismus. Jawohl, die Felgen, die hat er alle repariert. Niegelnagelneu, sieht gut aus. Hallo. Auf die andere Seite switchen, bitte. So, da die Koppelstange anbringen. Na, so, und die Felge. Perfekt. So, dann kann jetzt eigentlich auch schon der Motorblock rein. Ich glaube, ganz werde ich es jetzt nicht mehr schaffen. Ups. Oder wir machen es einfach. Dann wird es aber ein längerer Part. Und die Lichtmaschine. Elektronik kriegt er immer ganz gut hin. Das finde ich auch gut so. So, die geht noch nicht rein. Warum geht die Kurbelwelle noch nicht rein? Weil der Bremskraftverstärker... Ne, die Filter, die muss ich immer neu. Auch die Batterie. Wieso habe ich denn zwei Batterien da gehabt? So. Dann nehmen wir die Filter. Die kann man, glaube ich, nicht... Erstmal da, da. Und was für ein Ölfilter hatten wir denn? Da gucke ich lieber nochmal nach dann. Aber ich wollte bei ABS... Guck mal, das, die Pumpe hat er und das Modul hat er auch. Sehr schön. Okay. Batterie muss ich kaufen. Wieso habe ich denn zwei? Verstehe ich nicht. Beim letzten Mal nicht den Krempel verkauft da? Komplett? Ach hier, der Deckel fehlt noch. Und jetzt die blöden Klammern, ne? Die hat er hingekriegt, alle. Muss ich wenigstens keine Klammer für einen Euro holen. Auch den Kühler hat er hingekriegt. Und den... Ah, den Lüfter aber nicht. Schade. So, jawohl. Jetzt muss ich von unten erstmal die Kurbel... Ja, die Kurbelwelle, glaube ich, reinziehen. Krass, wie die Kiste aussieht. Genau, die Kurbelwelle und hier... Gelb habe ich auch noch. Gelb, ole. Ah, hier die blöden Deckel. Waren aber, glaube ich, auch alle drei. Wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Ne, alle drei. 100% habe ich richtig gesehen. Perfekt. Ah, Schwungrad natürlich, ne? Ach da. So, machen wir direkt das Getriebe auch, wenn wir das schon mal sind hier. Kupplungsscheibe, sehr schön. Ah, die Platte, die kann er nicht reparieren. Kupplungs... die Druckplatte. Und ich weiß es fast zu 90%, dass er auch das Lagerding dann nicht machen kann, aber schwarz mal noch ab. Ja, war schon richtig vermutet. Habe ich doch richtig gewusst. So, das Getriebe hat er repariert. Jawohl. Der Anlasser auch. Sehr gut. Ist voll fein.
So, und hier die Antriebswelle. Ach, diese Scheiße, da kriegt er nicht mehr hin, ey. Aber beim letzten Mal hat das repariert. Also das geht wohl. Dass man die ja auch repariert. Ganz leise hört man die Schrauben noch da am Bildrand. So. Und dann direkt weiter beim Motor. Muss ich den wohl wieder runterholen? Runter. Runterholen. So. Ah, die gehen auch nicht zu reparieren. Die Kolben. Achtmal an der Zahl. Für meinen V8 hier. Und ich werde den aber auch erstmal verkaufen, wenn wir richtig viel Schmott haben. Dann können wir dann immer noch gucken, welche Karre wir uns auf jeden Fall in den Parkplatz stellen. Jawohl, die hat er auch beide hingekriegt. Ein bisschen mal rumgeschliffen. Rost entfernt, neu lackiert. Einfach mal so repariert. So. Oh, die auch, die Wellen. Aber nicht alle leider. Guck mal, hier ein Nock. Ja, geil. V8, logischerweise. Und die Zahnräder. Gut. Da brauche ich jetzt 4. Aber ich glaube, das ganz normale. Das müsste farbig sein, hinten die extra Bezeichnung. Mir ist immer nur vorne, was ist das für ein Teil, und hinten Spezifikation ist mir dann egal. Ja, brauche ich eigentlich gar nicht gucken, aber das ist der V8 Riemen. Ups. Und zwar müsste das der hier sein. Zweimal, und dann gibt es noch für den V8 den A und den. So, das weiß ich nämlich. Nein, das muss ich rep... Boah, das ist bestimmt teuer. ...180 geht ja eigentlich noch. Das geht noch. Und die ganzen Tragrollen. A1... Also von A brauche ich, glaube nur noch... nur 2. Also B habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Und davon auf jeden Fall erstmal eine. So, nun müssen wir eben noch mal rein, ne, in den Shop. Müssen wir eh noch ein paar Mal. B. Und da unten war noch B. Habe ich eine B zu viel gekauft? Ist das hier oben keine? Doch. Ah, sehr schön, die Wasserpumpe. Ja, so ein Elektronikteil. Aber die nicht. Und die nicht. Also 2 Scheiben sind das. Die hier wird es dann sein. Und die Wasserpumpenriemenscheibe. Genau. Und zieh durch. 100%. So, genau, jetzt kann der rein. Die hat die ja schon geholt, beide. Die ist die Tragrolle. Ah, da war der, die zweite. Die hat er nicht angezeigt gerade. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Riemenspanner, kann ich die reparieren? Nee, die muss ich auch holen. So ein Spanner, Mann. So. Haben wir denn noch? Ist es noch viel? Ja, ein bisschen ist noch zu tun. Aber komm, die 3 Minuten, die ziehe ich jetzt auch noch durch. Brauchen wir nicht mitten in der Reparatur hier einen Cut machen. Dann einfach mal hier drüber ziehen alles. Zack. Jawohl, läuft. So, 6. Ne, 8 Zündkerzen. 6. Das ist so fail, ey. Das ist doch ein V8, Mann.
Oh, ich bin jetzt nur noch bei 34.000. Bin so gespannt, was das an Kohle gibt. Boah, die muss ich auch holen, ey. Boah. Ich ziehe erstmal hier weiter. Die blöde Schraube da oben, die man immer so schnell vergessen kann. Wobei ist gar nicht mehr passiert bei den letzten beiden V8-Motoren. Hat sich eingespielt, ist gut, ne? Voll gut! Jawohl, das kolossartige Teil und die Dinger sind auch noch super. Dann muss ich nur diese Zündspulen holen. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht verzählt und ich habe drüben die Zündkerze noch nicht reingesteckt. So, das mache ich jetzt. Und ob ich mich verzählt habe, sehen wir ja jetzt. Richtig. Das geht immer so schnell. Dicke, 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 dick und... So, jetzt finden hier noch die Abdeckungen. Auch beide 100%. Sehr schön. Und... War's das? Natürlich Öl, ne? Öl muss rein. Ach, die Ölwanne, richtig. Das wäre eine Sauerei geworden, ne? So schön reingekippt für so einen V8-Motor ist ja nicht wenig Öl und dann, ups, Wanne war nicht drin. Bestimmt auch schon mal irgendjemandem passiert. So, sieht gut aus. Ah, die Karosserie haben wir auch noch. Also komm, die machen wir dann aber doch beim nächsten Mal. Da wird das mir ein bisschen zu lang, der Part. Gluck, 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 gluck. So. Er setzt immer schon von alleine einmal kurz ab. Ja, kannst du wegnehmen jetzt. So, wie gesagt, Karosserie machen wir dann doch beim nächsten Mal. Ich verkaufe jetzt noch meinen Krempel und euch danke ich fürs Einschalten. Haut darin, bis dahin. Tschüss.